Ziel des Clusters ist zu verstehen, wie Mikrobiome, also Gemeinschaften von Mikroorganismen, die Gesundheit des Menschen, der Umwelt, aller Lebewesen beeinflussen und wie wir dieses Wissen dann nutzen können, um diese Mikrobiome auch zu verändern, um sozusagen zur Gesundheit des Planeten beizutragen. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch ist voller Mikroben und die wohnen nicht nur einfach da, sondern die sind essentiell, auch wenn wir sie nicht sehen können, für unsere Gesundheit, sind aber wahnsinnig schwer zu verstehen, weil das hochkomplexe Lebensgemeinschaften sind. Und das große Ziel von diesem Cluster of Excellence ist es aber eben nicht in Silos zu arbeiten, hier in der medizinischen Mikrobiomforschung, hier in der Umweltmikrobiomforschung, sondern das zusammenzubringen, allgemeine Prinzipien herauszudestillieren aus diesen verschiedenen Systemen. Es sind immer Mikrobiome und wir wollen das grundsätzlich verstehen und da macht diese Trennung Umwelt, Medizin keinen Sinn und darum führen wir es radikal, muss ich wirklich sagen, in unserem Cluster zusammen. Es geht um grundlegende Fragen, es geht um fundamentale, bislang noch offene Fragen. Weiteres Ziel ist die Förderung von jungen Talenten. Wir wollen die Kompetenz, die wir in Österreich haben, die internationale Sichtbarkeit noch weiter stärken, um junge Forscherinnen und Forscher aus dem Inland und dem Ausland anzuziehen. Grundlagenforschung erlaubt disruptive, neue Entdeckungen, die letztlich die Basis für neue Technologien, für Wohlstand sind. Das nächste ist natürlich Bildung. Unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen bilden die Basis für die nächste Generation von Innovationsleadern. Es ist einfach so spannend, diese grundlegenden Fragen stellen zu dürfen, die Fragen stellen zu dürfen, auf die wir momentan schlichtweg noch keine Antwort haben. Experimente durchführen zu können, die noch nie gemacht worden sind. Also in Bereichen zu arbeiten, bei denen wir einfach nicht wissen, was rauskommt. Das ist schlichtweg absolut faszinierend. Wir stehen heute vor einer Krise des Wissens. Die Informationsflut im Internet und rasante technische Fortschritte fordern unsere Fähigkeit heraus, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Und das betrifft alle gesellschaftlich wichtigen Aspekte des Lebens. Das Ziel des Clusters ist, diese Wissenskrise besser zu verstehen und Wege aus dieser Krise herauszufinden. Wir alle sind betroffen, wenn Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse verloren geht. In einer Welt, in der jeder seine eigenen Fakten hat, ist ein demokratisches Miteinander irgendwann nicht mehr möglich. Mich persönlich beschäftigt immer die Frage nach dem moralischen Wissen und dem moralischen Verständnis. Was genau tun wir, wenn wir versuchen, unser Umfeld moralisch zu verstehen? Wie können wir moralisches Wissen erlangen und wie können wir es weitervermitteln? So we are in one of the biggest challenges that the humanity is facing, and this is just to get rid of the fossil fuels. So the aim of our cluster is to use the sun to develop materials that can be used for energy conversion and store this energy in form of chemical bonds. So we scientists, we have of course a passion for science, but in this case I think it is also a responsibility and obligation to return something to society, and this cluster is one of the best ways to do that. Eurasian Transformations beschäftigt sich mit der historischen Tiefenerfassung der Großregion Eurasien. Das heißt, wir erforschen, wie sich Europa und Asien zusammen, gemeinsam und in Auseinandersetzung mit ihrem kulturellen, religiösen Erbe verbunden hat. Sehr wichtig ist uns, dass wir uns im Cluster mit Originaltexten dieses Großraums befassen. Wir möchten der jungen Generation nahebringen, dass es insbesondere wichtig ist, die Originaltexte zu kennen, auch in den Originalsprachen. Wir möchten auch mit Asien und Europa reden und nicht über Asien und Europa. Und das schützt vor Missbrauch auch ganz aktuell in der gegenwärtigen politischen Auseinandersetzung. Ich freue mich ganz besonders tatsächlich auf den interdisziplinären Austausch, das ist so ein Schlagwort, aber für mich und mein Team ist es ganz wichtig, mit Historikerinnen, Historikern, Kulturwissenschaftlerinnen zusammenzuarbeiten. Ich selbst bin Sprachwissenschaftlerin, um die Texte, die wir erforschen, in ihren kulturellen Rahmen stellen zu können.